zusammen. Ich bin's wieder, Nicole von Stamp Up Your Life. Heute mal mit keinem Bastelvideo, sondern ja, es ist soweit. Ihr dürft den neuen Katalog, den Saisonkatalog Herbst-Winter 2018 sehen. Wenn ihr Kunden bei mir seid, habt ihr natürlich euer Exemplar schon in der Post gehabt und vielleicht auch schon den ein oder anderen Wunschzettel erstellt. Ja. Und für die, die keinen Katalog haben, denen möchte ich trotzdem die Möglichkeit bieten, auch mal zu gucken, was es Neues gibt. Ja, ich dachte mir, ich blätter einfach mal mit euch den Katalog durch. Ihr könnt mich aber auch trotzdem weiterhin anschreiben, wenn ihr gern ein Exemplar hättet. Ja, oder vielleicht auch mal eine Bastelparty veranstalten wollt. Im September habt ihr jetzt auch die Möglichkeit, eure verdienten Gutscheincodes, die ihr im August über die Bonustage bekommen habt, einzulösen. Und denkt dran, das geht auch wirklich nur im September. Also im Oktober sind sie leider futsch. So, aber fangen wir mal an. So, das Bild, das kennt ihr vermutlich schon. Das hat man ja ganz oft schon in den sozialen Medien gesehen. Ja. Gleich auf der ersten Seite geht es schon toll los, nämlich mit einer Box, wieder so einer tollen Metallbox. So was Ähnliches gab es auch schon im aktuellen Jahreskatalog. Der hier ist jetzt halt weihnachtlich, weihnachtlich mit diesen Stempelchen, mit den 6 Stempelsins. Es sind 2 Stampin' Spots dabei, in Blutrot und Kleegrün. Wieder ein Clearblock, wie bei dem letzten Set auch, und die dazu passende Handstanze. Ja, und man kann damit wirklich ganz toll kleine Grüße auf die Karte machen, die man bastelt, oder hier, wie man es hier sieht, als Geschenkanhänger. Eine tolle Idee. Dann dieses Set hier. Also ich muss vorab sagen, ich habe das Set mir so nett gekauft. Das gibt es als Bundle zu kaufen. Und unter anderem, ich komme mal ein bisschen näher, gibt es da diese tolle filigranen Singlets, sag ich mal. Also schöne, frohe Feiertage und Weihnachten. Und ich finde, das passt immer. Und also man braucht hier nicht unbedingt das dazu passende Stempelset. Wie gesagt, ist aber ein Bundle, ihr kennt das, bedeutet, ist dann wieder um 10% günstiger. Und hier sieht man auch schon, was man so mit dem Set Tolles machen kann. Hier seht ihr zum Beispiel eine geprägte Karte, die ist mit einer neuen Prägeform gemacht worden. Die nennt sich Schöne Schnörkel. Also bei meinen Demo-Kollegen ist sie voll der Renner. Ich mag sie nicht, aber das ist ja Gott sei Dank Geschmackssache. So, dann kommt ein Set, das habe ich gesehen und war sofort hin und weg. Ich habe es auch noch nicht, aber es muss definitiv noch einziehen. Und zwar sind das diese kleinen Glühbirnchen. Und ist das nicht süß, wenn man dann den Hintergrund so ein bisschen mit dem Fingerschwämmchen einfärbt, sieht es echt aus, als würde die Karte leuchten. Ist bestimmt auch toll, um so eine LED-Karte zu machen. Und das ist wieder so ein Produktpaket, also Stanze mit Stempel. Und es gibt ja auch ganz tolle Designerpapiere dazu. Und sind die nicht süß, diese Embellishments? Das sind kleine Büroklammern in Form von Tannenbäumen und Sternen. Das Band, das habe ich gerade griffbereit hier liegen. Das habe ich nämlich gerade verbastelt. Das hat so einen Strukturmix. Sieht man das jetzt? Also oben ist es wie so gewebt und unten ist wie so eine gestrichelte Linie, sage ich mal. Also ist ein tolles Band, lässt sich auch super für Schleifen verwenden. Also sogar ich habe die Schleifen gut hingekriegt. Ja, das ist also ein tolles Set. Dann geht es weiter mit dem Set Weihnachtshirsch. Wer meine Videos kennt, hat das Set schon gesehen. Und hier ist es auch. Also ich bin nach wie vor total begeistert von dem Set. Und vor allem mit den passenden Singlets-Formen. Die sind so schön filigran. Also wirklich toll für die Weihnachtszeit. Und gerade die Schnörkel hier und diese Blümchen, finde ich, kann man auch außerhalb der Weihnachtszeit benutzen. Genau.
dann geht es weiter mit so einem klassischen Set mit den Weihnachtskugeln. Ist auch schön, gefällt mir so schön, wie es so hier gemacht ist mit den Blautönen. Mal nicht das klassische Rot, Rot-Grün. Gefällt mir gut, einfach nur so die Winterzeit. Ist ebenfalls ein Produktpaket. Ja, dann haben wir hier was für die Skifahrende oder Schlittenfahrende Fraktion. Alpine, nennt man das so, Adventure. Die Sprüche sind mit Englisch, aber alleine die Sinnesformen sind schon super, super süß, weil man wirklich so 3D die Schlitten und die Skier ausstampfen kann. Und hier ist noch so ein kleiner Türkranz mit drin, die kleinen Glöckchen. Süßes Set. Und passend hier jetzt neue Karten und Umschläge. Die haben so eine Metallikante. Die gibt es in Gold und Silber. Ja, so habt ihr dann immer schon einen fertigen Rolling hier. Und braucht gar nicht viel zu machen. Hier ist der übrigens verwendet worden. So, dann kommt die Hüttenromantik. So, ich komme gerade aus dem Allgäu und ja, man weiß sofort, was gemeint ist. Allein das Papier, super süß. Ja, und hier auch nochmal in Mary, Joy and Noel. Diese sind, glaube ich, Holz. Nicht? Das wären Holzelemente, das hatten wir ja schon mal. Richtig schön. Ja, dann das Designerpapier. Das ist koordinierend mit den Farben Chili, Waldmus und Vanille pur. Hier sieht man dann nochmal, was man mit dem Stempel und den Stanzen machen kann. Hier gibt es so ganz tolle, diesen filigranen Gartenzaun. Das ist eine Stanzform. Und da habe ich schon super Projekte gesehen von Demos. Wirklich toll. So, dann haben wir hier nochmal so kleinere Sets. Zu denen gibt es jetzt auch nicht... Ach, hier sehe ich gerade, mir noch gar nicht aufgefallen, zu dem Set, das ist passend zu dem Buntglasfenster-Set aus dem Jahreskatalog. Ja, das ist so ein Klassiker, der immer passt. Oder hier Adventsfreuden, die sind ja süß, die kleinen. Ne? Hier sieht man dann auch nochmal die Beispiele zu dem Stempelset mit dem Buntglasfenster. Das hier auch super schön für Geschenke zu verpacken oder eine Karte wie ein Geschenk aussehen zu lassen. Also ganz toll die Schleife, die sieht auch gestempelt toll aus. Der hier auch schön gelöst mit unseren Pillowboxen. Einfach eine schöne Banderole drum und schon hat man ein schönes kleines Geschenk. Dann hier für die Handwerk, Häkel, Strick, Stick und Stickfraktion. Also mit dem Stemperatus kann man hier perfekt solche Bäume in Stickmuster, oder hier der Gruß, der ist auch mit dem Stickmuster, sieht toll aus, also wirklich Hammer. Ja, man wird halt in mehreren Lagen gestempelt, man wird immer einen Ton dunkler, ja, und am Schluss sieht es dann wirklich aus wie ein Tannenbaum. Ich denke, das Set wird bei euch auch so der Renner sein. Ich habe es auch, wie ich den Katalog durchblättert habe, habe ich es gesehen und dachte, oh mein Gott, wie cool. Also diese kleinen Wichtel, so süß. Und das Designerpapier, ihr habt es bestimmt schon online gesehen, ist wirklich Hammer. Und die Framelits-Formen kann man benutzen, um das Papier sogar auszustanzen. Also passt perfekt. Dann haben wir hier neu, habe ich auch schon hier, den Strassschmuck in Rot, also passend zu Weihnachten. Ja, und es passt halt auch mit dem Band toll. Und was es hier auch neu gibt, ist diese Kordel im Gartengrün. Die habe ich selbst noch nicht benutzt. Aber richtig schön weihnachtlich, also ich finde, es passt richtig schön. Das Gestreifte finde ich zur Weihnachtszeit eh immer ganz toll. Die Weihnachtswerkstatt, so heißt das Produktpaket, gibt es auch wieder im Bundle zu kaufen. Dann ein Set, das weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da schon ein Video gedreht habe. Das habe ich also auch hier. Da
das ist passend zu einer Handstanze mal wieder, weil das ist ja auch immer heiß begehrt, gerade für Leute, die keine Big Shot haben, ist das halt auch immer mal wieder eine schöne Idee. Und hier als Beispiel habe ich euch mal so einen Geschenkanhänger gebastelt. Da habe ich mal rumprobiert mit dem Set. Im Hintergrund habe ich hier den Stempel Ho 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 Schritte drauf verwendet. Ja, genau, also auch ein schönes Set. Ja, hier sieht man auch noch mal ein paar Beispiele. Also da ist auch ein toller Stempel, die Zuckerstangen, die wie so ein Herz aussehen, um Hintergründe zu stempeln. Richtig toll. Dann gibt es wieder Memories and More, also so ein Kartensortiment. Das sind dann unter anderem auch wieder diese kleinen Wichtel drin aus der Weihnachtswerkstatt. Und hier auch nochmal passend, also eigentlich passend zu fast allen Stempelsets, die wir zur Weihnachtszeit drin haben im Katalog. Was auch neu ist, man bekommt jetzt Karten und Umschläge in Blutorange. Also es ist kein so knalliges Rot wie unser Glutrot oder Chili, aber es ist auch weihnachtlich rot. Also ich habe auch zuerst überlegt, wie sieht es jetzt aus? Aber es ist schön. Ja, passend dazu. Dann haben wir hier nochmal ein Set wunderbarer Weihnachtsstern mit den passenden Sinnlitzformen, also auch wieder ganz filigran. Ihr könnt dann hier den Ilix-Zweig und diese Blüten, ich weiß gar nicht, was es ist, Weihnachtsstern, keine Ahnung, ausstanzen. Gibt es auch wieder im Bundle und ist, wie ich finde, auch nicht teuer. Dann haben wir hier wieder ein ganz klassisches Set, das man schön kolorieren kann. Hier sieht man nochmal so ein einfaches Set, kann auch toll aussehen. Dann ein Set, finde ich lustig, wird man hier normalerweise nie drauf kommen. Hier heiter bis weihnachtlich, der Weihnachtsmann in Badehose, aber auch in Florida oder Australien feiert man Weihnachten. Und dann ist das ja doch passender wie jetzt das Winterliche. Hier auch ein schönes Beispiel mit dem Weihnachtsmann, lustig, ne? Ja. So, weiter geht's. Also das Set werde ich mir auf alle Fälle jetzt noch holen, weil ich mache gern tolle, üppige Geschenkanhänger an meine Weihnachtsgeschenke. Und ist das Set einfach fantastisch. Das ist ein einziger großer Stempel. Und ihr stanzt, könnt euch mit dem passenden, mit der passenden Stanzform auf einen Schlag diese ganzen Anhänger ausstanzen. Und wenn man die dann noch ein bisschen schön mit Papier hinterlegt, hat man wirklich ganz tolle Geschenkanhänger. Also wirklich schön. Schnell und einfach. Dann ein Set süße Adventsgrüße. Das sieht alles so ein bisschen aus wie selbst gebacken. Hier denke ich, kann man es recht gut erkennen. Sieht wirklich aus wie so ein Lebkuchenherz. Oder das Geschenk hier. Das sind auch wieder diese Two-Step-Stempel. Dann ein Set für die, die tolle Sprüche lieben. Ja, braucht man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Das spricht alles für sich. Der Schriftzug toll gemacht. Also das hier, finde ich, ist eine ganz tolle Karte. Eigentlich nur ein Stempel und oben aus dem letzten Katalog, also es gibt es natürlich immer noch zu kaufen, das Weihnachtsdorf, also Hammer. Dann haben wir hier ein Set, Winterwald heißt das. Also mich hat das ganz stark an das Set Kraft der Natur erinnert. Also auch ein tolles Set. Man kann ganz tolle 3D-Bäume machen. Ich komme mal ein bisschen näher, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Hier wurde mit dieser Strukturpaste gearbeitet. Oder wenn man die nett hat, kann man auch die Zweige so nach außen wegbiegen, wenn man es durch die Big Shot gejagt hat. Das reicht schon, dass man einen tollen Effekt hat. Dann eine Produktreihe. Also wie gesagt, eine Produktreihe, die ist dann durch alles aufeinander abgestimmt. Das Designerpapier, das Geschenkband, die Embellishments, da passt wirklich alles. Und wenn ihr euch dann so ein komplettes Teil kauft, könnt ihr auch wirklich alles damit machen.
Hier gibt es wieder eine neue Handstanze. Also ich finde, ich musste da erst an den Rentiergewalt denken, als ich das gesehen habe. Also ich bin mir sicher, dann werden wir früher oder später die ersten 3D-Projekte mit Rentieren oder Elchen sehen. Das Designerpapier, das ist wieder so ein besonderes Designerpapier mit solch Kupferfolieneffekten. Und das Glitzerpapier, das habt ihr, glaube ich, auch schon bei mir gesehen. Hier habe ich mal noch ein Stück liegen in Gold. Oder nee, das ist Kupfer. Das ist gar nicht richtig Gold. Also ganz toll. Ich habe da die Weihnachtshirschkarte mitgemacht. Könnt ihr ja mal in meiner Videoliste gucken. Ganz tolles Papier. Ach genau, dann kommt unser neuer Aufliebhelfer. Also den kann ich euch echt nur ans Herz legen. Ich bin ja auch einer, ich klebe viel so Kleinigkeiten auf oder mit dem Fingernägel kriege ich es nicht richtig. Also das ist wirklich ein Hammerwerkzeug. Denn ihr habt, ich habe es euch schon mal gezeigt, so eine klebrige Spitze. Die könnt ihr immer wieder nachdrehen. Da ist so ein Kleber drin. Hier habe ich jetzt gerade mal was. Also es ist jetzt ja auch nicht klein, das Teil. Und das bleibt hängen. Ich kann es positionieren, wie ich will. Und man sieht es auch nicht. Also es hinterlässt keinen Kleber. Wie gesagt, man dreht es immer wieder nach. Ich probiere mal, ob ihr das sehen könnt, wenn ich hier drehe. Moment. Ja, jetzt kommt da vorne der Kleber raus. Und den kann man einfach abnehmen, wenn er nicht mehr klebt und dreht sich neu nach. Also, das ist richtig cool. Dann hat das ganze Teil, hier hinten kann man verschiedene Einsätze reinmachen. Ich habe jetzt hier so ein Falzbein, nenne ich es mal. Das ist drin mit einer dicken und einer dünnen Spitze. Also ich habe jetzt hier die dünne drin. Und passend dazu gibt es noch so einen kleinen Spachtel. Mit dem könnt ihr zum Beispiel die Embellishments hier super wegnehmen. Na, ist das auch gerade so hier festklebt. Ja, das klebt hier irgendwo fest. Hier nehmen wir mal ein neues. Also einfach drunter fahren. Ihr positioniert euch das Teil, wo ihr es denn wollt. Mit Falzfeld durch ein Achter gefällt mir es doch nicht. Dann könnt ihr es wieder wegnehmen. Also wirklich toll, weil der ist ganz flach und man kommt auch wirklich überall drunter. Und dann hier so ein kleiner Piekser, der ist hier bei mir auch ständig im Gebrauch. Ich habe ja, den klassischen von Stampin' Up, aber im Prinzip ist das das Gleiche. Also ihr bekommt für wenig Geld, hier hat sich ein Glitzersteinchen hingeirrt, wirklich ganz tolle Werkzeuge. Also das solltet ihr euch wirklich im Hinterkopf behalten. Wie gesagt, den Kleber kann man auch nachkaufen, aber ihr bekommt eh zwei von den Patronen, nenne ich es mal. Wirklich toll. Passend dazu finde ich dieses Set lustig, weil das sieht man auch schön. Der Bastler hier setzt hier auf diese Kugeln kleine Embellishments. Und das geht halt wirklich mit dem Klebetool ganz toll. Ja, dann wieder so ein bisschen amerikanisch angehauchtes Set mit dem Weihnachtsherd, mit dem Herd. Das ist jetzt auch nicht klassisch weihnachtlich, finde ich. Für Leute, die gerne backen, ist das mit Sicherheit oder kochen generell. So süßes Set. Und hier nochmal so ein amerikanisches Haus mit der üppigen Weihnachtsbeleuchtung. Ja, dann kommt hier ein Produktset. Alle Geschenke Anhang. Also das ist so ein Komplettpaket. Da ist alles drin, was ihr braucht, um 30 Anhänger zu fertigen. Ja, also richtig schön, sind auch richtig tolle Anhänger dabei, sind die Teile, wie ihr es schon kennt von Stampin' Up, alles vorgestanzt. Genau. Alles dabei. Dann ist hier wieder so ein Projektset Zauber von Weihnachten. Also ihr bekommt wieder alles, was ihr braucht, um 20 Grußkarten zu fertigen.
So, dann ganz klar unsere Stamping Blends. Die dürfen ja nicht fehlen, gerade bei den Projekten, die man ausmalen kann. Hier die Schleife, die ich euch vorhin gezeigt habe, hier mal mit den Stamping Blends gemacht. Ja. Dann ein schönes Set, alles, alles Gute. Also ich finde es jetzt noch nicht mal weihnachtlich. Ich finde, das ist hier das ganze Jahr toll. Klar, hier steht frohe Festtage, aber der Blumenstrauß hier in Verbindung mit einem Happy Birthday mit Sicherheit auch so ein klassisches Set. Dann kommt ein Set, das nennt sich Winterblüten. Und ich bin ganz froh drum, dass man nicht so viele Sets für Weihnachten hat, die immer nur dieses Rot-Grün aufgreifen. Hier hat man jetzt auch, finde ich, mal so ein bisschen die frostige Jahreszeit mit mal rübergebracht. Ne? Nicht nur jetzt Winter, weil Winter ist ja nicht nur Weihnachten. Das ist ein ganz tolles Set. Ich habe das jetzt auch schon ganz farbenfrohe Sets gesehen mit dem mit den Stempeln. Da gibt es wieder ein tolles Designerpapier dazu und die passenden Farben sind hier jetzt Brombeermus, Granit und Meeresgrün. Also das Brombeermus in Verbindung mit Granit, das sieht ja schon alleine Hammer aus. Hier seht ihr mal das Brombeermus in Action mit dem Designerpapier drin. Toll. Hier gibt es dann diese kleinen Buchsbaumkränze. Ich glaube, die hatten wir letztes Jahr schon mal in Grün. Und das Samtband, ich gucke mal, ob ich das hier griffbereit liegen habe, das hatten wir ja schon im neuen Katalog zu dem Set Geteilte Leidenschaft. So ein Samtband, das hier war jetzt, glaube ich, wie sind die Farben? Ich glaube, es war Sommerbeere. Gibt es jetzt auch in Meeresgrün. Das ist halt ein richtig dickes Samtband. So. Dann haben wir hier diese kleinen Schneemänner. Da habe ich schon ganz tolle Sachen gesehen, zusammen mit dieser Glanzfarbe. Also die habe ich mir jetzt schon bestellt, die ist leider noch nicht da. Die könnt ihr sowohl mit dem Pinsel als auch mit dem Stempel aufbringen oder aber auch in euren Stampin-Spritzer einfüllen und dann könnt ihr im Prinzip jedes Papier oder alles, was ihr in der Gegend rumliegen habt, beglitzern. Dann aber nicht in Verbindung mit Wasser, sondern mit Isopropanol, also so Alkohol. Ne? Das gibt es in den Farben Kupfer, Champagnernebel, Frostweiß und Vegasgold. Dann haben wir ein Set, das heißt Flockenfantasie. Also ich finde allein die Stempel schon toll und mit diesem Geschwungene. Ist mal wieder eine andere Schriftart. Und die Framlitz-Form oder Simlitz-Form, das sieht man jetzt nicht richtig, die ist ausgelegt, um so eine Karte auszustanzen, so einen Kartenaufleger. Und ihr bekommt dann im Prinzip, werden diese ganzen Schneeflocken, die man hier sieht, werden ausgestanzt, die man für oben auf benutzen kann oder eben auch dann die ausgestanzten Formen einfach weglassen. Also das ist bestimmt auch ein schönes Set. Dann wieder zwei englische Sets. Hier nochmal wieder die kalte Jahreszeit aufgegriffen. Das Set hier, muss ich sagen, ist mir zuerst gar nicht aufgefallen. Ich habe es im Internet gesehen. Deswegen, falls es euch auch so geht, also diese Eule, die es da gibt, die Sinnesform, die ist Hammer. Die ist wirklich Hammer, total filigran, richtig süß, wenn ihr auf Eulen steht. Ein Must-Have. So, dann kommen wir so ein bisschen in die Thanksgiving-Richtung. Das ist ja bei uns nicht so das Thema, finde ich, aber Herbst eben. Und Kürbisse, Weinranken gehen auch bei uns immer wieder. Hier ein Set nennt sich Herbstreigen. Ist auch, wie ich finde, richtig schön für den Herbst. Und auch wieder ganz filigrane Blätterstanzen dabei. So, dann hier nochmal so ein Two-Step-Stempel. Ja, und hier nochmal, ist auch ein schönes Set. Also hier blumig, herbstlich, weihnachtlich und Blätterkränze gehen ja immer. Das ist ein schönes Set. Dieses Set hier ist passend zu den Glühbirnen von ganz vorne.
Habe ich euch vorhin schon gezeigt mit der Glühbirnstanze. Also könnt ihr auch diese süße Häschen, Pinguine, Federn oder hier sogar für Halloween Spinnweben ausstanzen. Hier dann sogar kleine Zapfen, Tanzapfen. Ja. Dann ist Halloween. Also ich bin ja hier in der Nähe von der Airbase in Ramstein. Also Halloween ist bei uns ein großes Thema. Ich bastel nie so viel, weil es einfach zu viele Kinder sind, die hier vorbeikämen. Also ich müsste ja riesige Tabletts mit Goodies hier stehen haben. Das geht gar nicht. Aber so ein kleiner Anhänger geht immer. Und das Set finde ich total süß. Die Katze, die ist einfach Hammer. Und der Kessel, wirklich schön. Das Schimmerband soll sehr schön sein. Habe ich auch schon gesehen. Toll. Und diese Donutschachteln. Die sind richtig süß. Die kann man auch, hier ist es mal dargestellt. Ich finde, man weiß es halt oft nicht. Die kann man einfärben. Dafür macht ihr euch einfach aus so einem Nachfüller, den ihr habt von euren Stempelfarben, einen Tropfen mit Wasser, weil die Farben sind ja wasserlöslich, in euren Stempelspritzer oder was ihr so habt zum Sprühen. Und dann könnt ihr die Boxen, je nachdem wie viel Farbe ihr halt reinmacht, einfärben. Ganz einfach, und ihr habt dann eine Box in jeder Farbe, die ihr gern wollt. Hier sieht man es jetzt mal in, was ist es, Amethyst oder sowas, ne? Und vielleicht grüner Apfel. Also das geht ganz toll. So, dann haben wir hier nochmal eine Box, wie gesagt, so diese Giveaway-Goodies. Das ist eine kleine Box, die ist nicht groß, ich glaube, die ist 5 cm, das ist wirklich nicht viel. Mit den passenden Etiketten, es ist ein Sternchen dabei, ein Herzchen dabei, es ist ein Banner dabei. Richtig süß, hier sieht man sie nochmal. Also auch nicht nur, so sieht sie geschlossen aus. Und hier, wenn man die Deckel eben offen lässt, süßes Set. Und dann hier diese kleinen Party Animals, Trick or Treat, das ist ein süßes Set. Dann wieder mal eine neue Elementstanze, die Stanze Fledermäuse. Ja, die ist wohl auch der Renner. Wie gesagt, ich kann gar nicht so viel Halloween basteln. Geht gar nicht. Ja, und das war er jetzt auch schon wieder. Zuletzt haben wir dann hier jetzt noch die Seite für die Gastgeberinnen. Also dieses Set hier finde ich ja super süß. Und es gibt es auch nur für Gastgeberinnen auf der Party. Also nur dann könnt ihr euch das Set sichern. So, wenn ihr gerne eine Party machen wollt und eines der beiden Set euer eigen nennen wollt, ladet euch noch eure Freunde ein, sagt mir Bescheid, ich komme vorbei, wir basteln an dem Abend was Tolles. Und wenn ihr fleißig bestellt, kann sich die Gastgeberin dann natürlich auch das Stempelset aussuchen. Hier. So, und das war er, unser neuer Herbst-Winter-Katalog. Ja, ich habe schon einiges gebastelt. Also ich habe auch hier jetzt schon einiges rumliegen. Ich werde auch meine Swaps für Onstage im November weihnachtlich gestalten, weil ich bin ein Weihnachtstyp. Ich bastel total gern zu Weihnachten. Ja, jetzt hoffe ich, ihr habt euch gefreut, dass ihr auch noch in den Katalog gucken könnt. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr einen Katalog haben möchtet. Ja, oder wenn ihr was bestellen wollt, bin ich natürlich auch für euch da. Oder ihr wollt gar nicht basteln, ihr hättet bloß gern was gebastelt, ist auch kein Problem. Ihr sagt mir, was ihr wollt, und ich bastel euch das Ganze. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal dann wieder mit einem Bastelvideo. Tschüss!